ja, sehr gross. Also schlussendlich mache ich es nicht für Kritiker oder für die, die gut für mich schreiben. Ich hoffe es natürlich, dass, ja, dass die Fans oder meine Freunde, meine Familie Freude haben, so wenig spiele. Aber schlussendlich muss ich es für mich selber machen und ich versuche einfach das Bestmögliche zu zeigen. Ich sehe es in der Training und auch in den Spielen und ich glaube, es ist mir bis jetzt recht gut gelungen und ich versuche das weiterhin so zu machen. Ja, es ist noch schwierig. Also ich weiß natürlich nicht genau, was auf mich zukommt. Ich war noch nie an einer WM. Und irgendwie fühlt es sich auch noch ein bisschen an, dass es weit weg ist. Aber irgendwie haben wir trotzdem immer wieder 6 Gäste, haben wir eine Sitzung über die WM, wie das genau alles ablaufen wird. Also ich freue mich einfach wirklich nur darauf und hoffe, dass ich dabei sein kann. Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Schalke ist ja momentan ein Punkt vor uns. Und jetzt auch vorher haben wir noch wirklich wichtige Spiele. Also jetzt nach der Nationalmannschaftspause gerade direkt gegen Bayern, dann gegen Stuttgart, wo momentan gut in Form ist. Und nach dem Schalke-Spiel auch noch gegen Leverkusen, wo noch ein paar Punkte hinter uns ist. Also es sind wichtige Wochen, die auf uns zukommen. Und ich hoffe natürlich, dass wir so viele Punkte wie möglich holen können. Und ja, dass sich der Brill ein bisschen ärgern kann in diesem Spiel.